Im Harturm rollt der Ball wieder. Ja, ja, Sie haben richtig gehört. Nach über 8 Jahren ist auf dem Harturm-Areal wieder geshootet worden. Dank einer Fanaktion sind auf dem ausgeleiteten Kunststrasse die Legenden von GC und Xamax sich gegenübergestanden. Bei den ehemaligen GC-Spielern Rainer Bieli und Raimondo Ponte kommt vor allem Wehmut auf, wenn sie an den jetzigen Zustand des Stadions denken. Es hat einem schon ein bisschen weh getan, dass es so aussieht, wie es jetzt heute aussieht. Es war natürlich eine fantastische Zeit, die wir hier gespielt haben. Und auch sehr erfolgreich. Ich komme immer wieder gerne hierher, oder sehe es immer wieder gerne, aber ich hoffe in Zukunft, dass vielleicht auch mal das Stadion steht. Das sind ganz eigentlich traurige Gedanken, wenn man da schaut, was da könnte sein im Harturm, die Stimmung, die man da hat. Aber ich finde es genial, dass so auf die Beine gestellt worden ist. Und noch schöner ist, dass so viele Fans gekommen sind. Viele Fans sind es tatsächlich, die bei diesem Legendenspiel dabei waren. Nämlich über 2'500, die für eine tolle Stimmung gesorgt haben. Für den nostalgischen Preis von 2.20 Franken konnte man dabei sein. Einer, der ohne zu zögern gerade zugesagt hat, war GC-Legende Mats Gring. Er ist extra für das Spiel von Göteborg angereist. Für mich ist natürlich da, wo ich meine 15 Jahre bei GC verbracht habe, das ist etwas ganz Spezielles. Und wenn die Supporters und Fans da angefragt haben, bin ich natürlich sofort runtergekommen vom Schweden. Weil für mich ist einfach Emotionen, eine Stimmung, die jetzt aufkommt ist bei diesem Spiel. Aber das, was ich hier erlebt habe, ist natürlich sensationell gewesen. Eine so eine Stimmung würden die GC-Anhänger in Zukunft gerne wieder öfters im Harturm erleben. Die Botschaft der Legenden und der Fans ist klar. Ein neues Fußballstadion soll in Zürich bald wieder ran. Es hat immer noch sehr viel GC-Supporters und ich wäre sicher, auch wenn wir ein neues Stadion hier im Harturm haben könnten, würden auch viel mehr Fans und Supporters kommen. Ein Fußballstadion, einfach ganz ein normales Fußballstadion. So wie wir ein Leichtathletikstadion nicht machen können, sollten wir eigentlich auch ein Fußballstadion machen können. Das Wichtigste ist, dass ein neues Stadion kommt, hier in Zürich, weil das hat GC verdient, das hat die Stadt verdient, dass man ein reines Fußballstadion hat. Die Partie kann übrigens das Legendenteam der Grasshoppers mit dem Stefan Chapuisat, Mats Gren, Raimondo Ponte und Co. mit 10-8 für sich entscheiden.